Mein Solarpanel wird nass. Wir haben auf dem Hinweg hier einen Elch gesehen. Geht jetzt los! Hey Leute, ich bin's Fritz und ich bin gerade mit Niklas unterwegs in Schweden. Ja, es geht wieder weiter mit dem Kanu. Wir machen uns gerade auf den Weg zur Einlegestelle. Heißt das so? Ich weiß es nicht. Die Kapuze sitzt so komisch, weil hier überall diese kleinen Minimücken sind. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf dem Wasser. Los geht das Abenteuer! Vorher möchte ich aber noch der Gaming-App War Dragons danken, die dieses Projekt unterstützen und Sponsor dieses Videos sind, damit ich weiterhin gute Inhalte für euch produzieren kann. War Dragons ist ein mobiles Echtzeit-Strategiespiel, bei dem du eine ultimative Drachenarmee kommandierst, um feindliche Basen anzugreifen. Es ist im Google Play und App Store verfügbar. Es bietet über 100 einzigartige Drachen mit unterschiedlichen Kampftechniken, Zauberfähigkeiten und Klassen. Tritt einer Gilde bei, unterstütze deine Teammitglieder bei ihren Angriffen und wehre feindliche Überfälle ab. Baue eine Inselfestung und rüste sie strategisch mit der optimalen Kombination aus Blitz, Ballista und Schützentürmen aus, um deine Basis optimal gegen feindliche Angriffe zu schützen. Nimm an zahlreichen abwechslungsreichen wöchentlichen Ereignissen teil und spiele um Preise wie zum Beispiel seltene Dracheneier. Kämpfe dich in den besten Listen nach oben und beweise, dass du einer der besten Drachengebieter der Welt bist. Unterstütze meinen Kanal durch Herunterladen der App War Dragons. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für euren Support da draußen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Übrigens gerade 22.30 Uhr und ihr seht, es ist immer noch hell. Es wird noch ein bisschen dunkler, aber generell sind wir so kurz nach Mittsommer hier. Wir haben jetzt Anfang Juli und ja, lichttechnisch eine absolut geile Zeit. Man kann nachts noch unterwegs sein, alles sehen. Ihr seht ja selbst, es ist wirklich noch richtig Licht da. Aber wir müssen jetzt noch ein paar Meter machen bis zu unserem Ziel heute. Ja, kleine nächtliche Erkundungstour hier. Und dann gucken wir mal, wie unser Nachtlager heute aussehen wird. Richtig glasklar. Ihr könnt richtig erkennen, wie sich der Himmel einfach im Wasser spiegelt. Es ist einfach kein Wind. Man kann hier so geil übers Wasser gleiten. Das ist wirklich das Hammer. Genau, Seerosen hier. Und es ist auch mal an der Zeit, den Wasserkanister aufzufüllen. Denn das Wasser hat hier Trinkwasserqualität. Und man kann einfach ja, hier quasi draus trinken. Ohne filtern, ohne abkochen. Zumindest machen wir das so. Und da vorne kommen gerade Felsen. Niklas, ein bisschen weiter links. Sonst, oder ja, so geht's auch. Ja, ja, so ist besser. So, wir müssen jetzt einfach mal kurz hier das Boot drehen. Dann schaut mal da hinten. Die Sonne ist zwar schon untergegangen, aber man hat trotzdem noch ein geiles Lichtspektakel. Oben schöne Quellwolken. Es sieht eigentlich ein bisschen nach Regen aus. Wir hoffen es mal nicht, aber das ist gerade eine richtig geile Stimmung hier. Mitten auf dem See, keiner weit und breit. Und was ich noch gar nicht erzählt habe, wir haben auf dem Hinweg hier einen Elch gesehen. Der ist über die Straße rübergelaufen und dann sind wir da ausgestiegen, haben den ein bisschen beobachtet. Hier mal ein kleiner Ausschnitt. Also wir waren davor auf der 31 und wollen jetzt zur 29 und die 29 müsste eigentlich hier hinten da rechts irgendwo sein. Na, gucken wir mal. Das Feuer brennt und unsere Hütte ist fast schon bezogen. Wir haben alles ausgeladen, Rucksäcke liegen drin. Hier drüben ist unser Kanu gesichert auf dem Festland und wir haben von dieser Hütte aus einen wunderschönen Blick nach draußen auf einen See. Guckt euch das an. Traumhaft, absolut traumhaft. Wir kommen jetzt erstmal an, genießen noch ein bisschen den Abend, sehen uns nachher auf jeden Fall noch. Und morgen gehen dann die eigentlichen Projekte los. Ja, ich habe schon so ein paar Ideen, was ich auf jeden Fall umsetzen will.
Wir wollen eventuell noch eine Schwitzhütte hier bauen. Ihr werdet es alles sehen. Ja? Aber jetzt müssen wir erstmal ankommen und alles hier ein bisschen einrichten, vorbereiten, Schlafsetup aufbauen und auch das Feuer genießen. Guten Morgen, jetzt auch mal mit Helligkeit unsere schöne Hütte hier. Wir schlafen übrigens mit Biwaksack, drin ist die Isomatte und Carinthia Defense 4 als Schlafsack. Und ja, die Ausrüstung werdet ihr sicherlich noch im Laufe des Videos oder in den nächsten Videos einzeln sehen, was wir alles so mit dabei haben. Ja, eine Kiste mit irgendwie Paracord, diversen Material, Karten, Axt, Säge, Hygienekit, hier ein bisschen Kochkit und natürlich wieder die gute alte Essenstonne. Hier draußen ist der Himmel gerade ein bisschen verdunkelt, es hat auch gerade schon gedonnert, aber es zieht vielleicht sogar vorbei, wenn wir Glück haben. Das Feuer brennt auch schon wieder. Ich habe schon ein kleines Schnitzprojekt gemacht. Übrigens im Hintergrund, dort hinten, Moment, dort seht ihr es, liegt mein Solarpanel mit Akkubank, weil viele auch immer nach der Stromversorgung fragen. Ja, einfach Solarpanel, Akkubank, natürlich vorher alles voll und dann immer wieder ein bisschen zwischenladen für Kameraakkus und auch das Handy. Ich muss sagen, ich bin ja mega fasziniert von diesen Windschutzhütten hier. Wir sind ja schon das dritte Jahr hier in Schweden und jedes Jahr finde ich es immer wieder aufs Neue geil, in diesen Dingern zu übernachten. Man kann natürlich hier in Schweden auch ohne Probleme mit Zelt und Hängematte unterwegs sein. Auch auf der Kanutour machen auch viele. Aber das bin ich halt sonst schon, ja, wenn ich in Deutschland oder woanders unterwegs bin. Und hier feiere ich das, ja, dieses Hüttenfeeling, dieses Urige mit einer geilen Feuerstelle. Und deswegen übernachten wir eigentlich hauptsächlich immer in diesen Windschutzhütten. Und weil ich das so geil finde, habe ich mal angefangen, heute ein kleines Miniaturmodell zu bauen für eventuell kommende Projekte. Ich hätte ehrlich gesagt Bock, so ein Ding auch mal selbst irgendwo zu bauen, vielleicht auf einem eigenen Grundstück irgendwo in Deutschland an einem See. Alles Zukunftsmusik, aber wer weiß, und deswegen dachte ich, probiere ich einfach schon mal die Technik aus. Im Endeffekt ist das so ein bisschen Blockhüttenstil. Ihr seht ja im Hintergrund, wie das aufgebaut ist. Hier an der Seite alles runde Hölzer, oben im Dachbereich und hier unten sind Bretter verbaut, aber ansonsten ist das alles sehr urig gehalten, natürlich mit einer Kettensäge gemacht. Hier hinten seht ihr auch die ganzen Verbindungen und das Ganze auf Stein gestellt und oben ist dann Dachpappe drauf. So, hier nochmal Solarpanel. Jetzt kommt hier der Wind auf. Ich wollte euch doch gerade mein Modell zeigen. Also, das zum Beispiel jetzt ein Stück davon ist hier so ein bisschen ausgeschabt an den Seiten und dann vertieft. Moment. Und so habe ich das Ganze jetzt aufgebaut. Ja, also jetzt würde das halt wieder immer oben drauf kommen und ihr seht es hier so ein bisschen, das ist halt immer ausgehöhlt und dann, ich mache es mal auseinander, hat man halt immer so eine, ja, Vertiefungen drin mit Gegenstück, die dann hier rauf passen. Zack und zack. Und so könnte man das Ganze jetzt weiterspinnen und hier wieder eins mit Vertiefung und so weiter. Und natürlich auch an den anderen Seiten. Was noch eine kleine Besonderheit ist, ist, dass ich jetzt auf diesem Teil, was oben drauf liegt, so eine untere Kante reingemacht habe. Jetzt fängt es an zu regnen, scheiße. Wir müssen uns verziehen. Mein Solarpanel wird nass. Ach, Regen, Regen, Regen. Lass mal alles in Sicherheit bringen hier. So. So, was ich zeigen wollte, ist diese Vertiefungsrille hier. Moment, hier seht ihr es, glaube ich, ein bisschen so im Licht. Hier, so sieht man es ganz gut. Und die ist dafür da, dass das Ganze hier sehr windig ist. Nein, damit das Ganze hier schön aufeinander liegt. Weil als Beispiel, ihr habt ja zwei runde Zylinder. Wenn die aufeinander liegen, haben wir halt Spaltmaß, es wackelt, hier kommt Wind dazwischen. Und durch diese Vertiefung hier könnte man dazwischen jetzt noch Moos legen. Ist das Ganze schön bündig aufeinander. Habe ich jetzt hier in dem Modell mal mit dem Schälmesser gemacht. Hier seht ihr im Endeffekt das Loch, was entsteht, wo dann das Gegenstück dazwischen durchkommt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock auf so ein Projekt hättet, ob ich so ein Ding mal selbst bauen soll, so eine ganze Hütte. Obwohl ich die wahrscheinlich dann doch, es hagelt, obwohl ich die dann wahrscheinlich doch mit Kettensäge bauen würde, ich weiß es nicht. Oder doch Non-Power-Tools, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Der Himmel verdunkelt sich und Thor, der Donnergott, hebt den Hammer und ich laber Scheiße. Soll ich erstmal nochmal einen Scheit auflegen? Mann, 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 ist ja richtig Sturm, ey. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber kleine Hagelkörner kommen hier runter. Sorry, will ja nicht sagen, aber es hagelt wie Sau. Seht ihr, wie jetzt nach dem
Unwetter hier so leichter Nebel übers Wasser zieht. Erstmal Käffchen hier, ne? Klar. Schön regengeschützt. Es wird Zeit für die legendäre Schwitzhütte 2.0 und deswegen setzen wir jetzt allererstes erstmal den Birkensud an. Schön die Eimer hier mit Wasser füllen. Dort haben wir eine schöne Birke. Kleiner Sturmschaden, wo wir uns was rausgeschnitten und rausgehackt haben. Und da werden wir jetzt ein paar schöne Büschel ansetzen. Stein wieder beschweren. Letztes Mal haben wir das mit Stein beschwert, kannst du dich erinnern? So sieht's aus. Ich habe drüben auch schon einen Stein hingelegt. Wir bereiten jetzt noch die anderen vor, dann muss das Ganze mehrere Stunden einwirken lassen und dann kann es nachher richtig schön losgehen mit dem Ausgepeitsche. So, wir haben das Feuer ein bisschen hier zur Seite gemacht, legen jetzt die ganzen Steine rein, die wir vorhaben für nachher und dann werden wir den ordentlich einheizen über die nächsten Stunden. Einige Stunden sind vergangen, aber wir waren natürlich nicht untätig und haben ein bisschen was gebastelt. Ihr seht schon, die Sonne steht ein bisschen am Horizont. Ich gehe mal auf die andere Seite, dann habt ihr nämlich ein bisschen besseres Licht. Hier ist die Unterkonstruktion für unsere Schwitzhütte. Wir wollten ja ein bisschen ein kleines Upgrade machen im Vergleich zu letztem Jahr. Letztem Jahr hatten wir einfach nur einen A-Frame. Und diesmal haben wir das Ganze aus einer schönen Grundkonstruktion hier mit Holz gebaut. Einfach links und rechts so große Stützhölzer. Ja, da seht ihr das auch nochmal. Und ihr seht, das Ding hält richtig Belastung aus. Theoretisch braucht man diese Belastung gar nicht, weil es liegt ja nur die Plane drüber. Aber wir mögen es massiv. Die abwechselnd belastet, dann hat man schon ein bisschen so... Ja, das ist Holz, das muss arbeiten. Ja. Also schaut mal, hier hinten ist das vielleicht ein bisschen größer als Handknöchel, aber es hält der Belastung auf jeden Fall stand. Und wir werden das Ganze so lassen. Also wir werden es jetzt nicht extra festbinden, weil ja, wir keinen Bock haben. Nein, Quatsch. Nee, es ist ja stabil, Alter, ich kann hier drauf rumlaufen. Genau, es ist stabil und wir sind ja nur drin. Also es muss ja einfach nur eine Plane halten. Wir wollen es auch wieder abbauen. Und die Besonderheit ist diesmal durch diese... doppelte Ridge-Line quasi aus Holz, haben wir ein deutlich größeres Volumen hier drin, wo wir uns dann ordentlich reinsetzen können. Ja, also die Plane wird natürlich ein bisschen breit gespannt, aber das ist alles nur Theorie. Ich würde sagen, wir nehmen den nächsten Arbeitsschritt in Angriff und holen euch dann wieder dazu. Die Sonne verschwindet gerade hinterm Horizont. Es wird schon wieder abendliche Stimmung. Und wir haben jetzt den Aufbau hier fertig gemacht. Wir haben eine große Gewebeplane so rübergelegt, unten mit Heringen festgemacht in den ganzen Ösen und dann aber nochmal Steine bzw. hier einen Holzstamm draufgelegt und alles abgedichtet mit Bodengrund. Ihr seht das auch nochmal, überall Steine. Hier sind Heringe drin, wie gesagt. Und das war der erste Aufbau, also einmal so rübergelegt. Dann die zweite Gewebeplane in der Mitte genommen. Ihr seht, die ist hier doppelt. Und dann einfach hier rangelegt, die beiden Spitzen nach außen geklappt. Und mittels Paracord einmal hier lang um den Baum drumherum, auf der anderen Seite zur nächsten Spitze und Öse. Und ganz wichtig, das Ganze mit einem Klemmknoten, den man halt variieren kann von der Stärke, fixiert, um das nochmal nachspannen zu können. Und das gleiche dann noch mit einem 3x3 Meter Tarp auf der Vorderseite, das wir dann als Eingang nehmen werden. Das haben wir nicht ganz in der Mitte geklappt, sondern ihr seht es hier so ein bisschen gedrittelt, sage ich mal. Und der Clou, um das Ganze jetzt dicht zu kriegen, weil das ist ja wichtig. Wir haben so ein bisschen Reparaturpanzertape dabei gehabt und haben das Ganze hier ja, ein bisschen verklebt. Niklas nimmt gerade auch noch sein Panzertape, einfach um ein Feuerzeug gewickelt. Kleiner Tipp, kann man auch schnell mal eine Isomatte mitflicken oder irgendwie ein Zelt, was undicht ist, eine Plane. Also nehmt immer ruhig ein Stück Panzertape mit. Keine ganze Rolle, das wäre ja Quatsch, aber einfach so ein bisschen was aufgewickeltes. So 2, 3, 4 Meter ist immer nicht schlecht. Und das hier unten wird dann unser Eingang sein. Kann man dann ganz einfach hochnehmen und gleich nackig hier reinkrauchen. So, das Ding ist richtig geräumig. Also wenn man sich gemütlich macht, passen hier, würde ich fast sagen, 6 Leute rein. Wir sind aber nur zu zweit. Das ist alles auch ziemlich dicht. Also nirgendwo scheint hier jetzt mehr Licht rein. Auch da oben alles dicht, weil wir wollen ja den heißen Wasserdampf hier drin behalten. Hier in die Mitte. So, mal ein bisschen Helligkeit regeln. Sorry Leute, ich hatte die Kamera falsch eingestellt. Hier in die Mitte kommen dann gleich die heißen Steine rein und dann machen wir hier den schönen Aufguss,
Und hier seht ihr jetzt auch noch mal ein bisschen besser, wie die Plane da hinten liegt. Und auch auf der anderen Seite, wie hier das Tarp liegt. Und guck mal, wie viel Platz wir haben. Also ich kann hier komplett ausgestreckt liegen. Das sind bestimmt fast 3 Meter. Ah, herrlich. Ich glaube, die Gewebeplanen sind 3 mal 4 Meter. Also wir haben für diese Längsseite hier oben die schmalere Seite genommen. 3 Meter und hier mal 4 Meter. Wir müssen gleich noch ein paar Steine holen, die wir dann irgendwie von innen hier befestigen können, falls das Tarp da ein bisschen rumwackelt, damit auch alles schön dicht ist. Genau, da wo Niklas ist, machen wir einfach ein paar Steine von innen dagegen und dann ist das auch dicht. Schön! Somit steht die Schwitzhütte 2.0 geupgradet. Nochmal deutlich geiler als beim letzten Jahr. Und ich glaube schon wieder, es wird eskalativ, Leute. Es wird hier richtig abgehen, ja. Gleich geht der Schlupper aus und danach muss natürlich der Jump in den See kommen. Ich weiß noch nicht, ob ich da Bock drauf habe, aber das müssen wir durchziehen einfach. Lagerfeuer brennt. Genau, Lagerfeuer knüppeln wir da noch richtig heiß, damit wir uns da dran aufwärmen können. Ist im Endeffekt einfach nur ein großer A-Frame-Aufbau mit nochmal den Seiten und alles ist dicht verschlossen. Hier seht ihr unser Flammeninferno. Das sieht jetzt so groß aus, weil da drin halt die ganzen Steine sind. Da ist auch schon ein bisschen Feuerholz organisiert und besorgt. Genau, das lassen wir jetzt nochmal runterbrennen, bis die Steine richtig heiß sind. Und dann geht es los. So, wir haben gerade nochmal nachgelegt, damit wir uns dann eventuell aufwärmen können, wenn wir den Sprung ins kühle Nass wagen. Ja, die Steine sind drin. Sehr gut. Voll rauf auf die Kamera. So, hier dampft schon fleißig raus. Jetzt wird sich nackig gemacht und dann geht das ab hier. So, Stativ, wo bist du? Hast du schon was drauf? Geht los! Es geht los! Oh, du musst noch reinkommen, komm rein. Wir machen jetzt hier dicht, Leute. Und jetzt geht es ab. Russische Banya. Banya mit Birke. Oh, jawohl, das war geil. Dabei. Oh, ist das heiß. Alter, Leute, was geht ab? Ist das geil. So, und jetzt müssen wir schnell ins Wasser rein. Ist das kalt? Ist echt kalt? Ist richtig kalt. Mach keinen Scheiß, Alter. Alter. Oh, fuck it. Fick mein Leben. Oh, ist das kalt. Hi. Ja, Bruno. Ja, Bruno. Es ist auf Kamera. Alter. Mein Kopf. Nee, ich sag mal, Hauptsache gesund. Scheiße, ist das geil. Wir sind bereit für Runde Nummer 2. Aber jetzt geht die Kamera mal weg. Und wir genießen einfach mal. Leute, macht das, ey, ohne Scheiß. Fahrt nach Schweden. Baut eine fucking Schwitzhütte, Alter. Und geht danach in den See. Das ist Leben, Leute. Ja, das ist einfach auch mal Dinge tun. Wichtig ist, man muss die Kamera so halten, dass man das Gemächt nicht sofort sieht. Dann muss ich nämlich nicht so viel verpixeln. Oh, mein Knäckebrot. So, bis später. Das Feuer brennt, es ist mittlerweile dunkel. Wir müssen jetzt kurz vor 0 Uhr haben. Ja, wir haben die letzte Stunde genutzt, um hier ein bisschen was zu schnibbeln und zu köcheln. Also ganz lange hat es nicht gedauert. Aber ja, es gibt Nudeln mit ein bisschen angebratenem Zeug, Zwiebeln, ein bisschen Paprika. Bockwürstchen sind auch mit dabei, genau. Salami. Salami-Würstchen, alles Mögliche. Und jetzt wird es hier durchgemengt mit einer kleinen Tomatensauce. Und dann gibt es hier eine pure Gönnung. Mit noch einem schönen Blick nach draußen auf den See. Da drüben steht unsere Schwitzhütte. Die ist mittlerweile abgekühlt. Wir fühlen uns so ein bisschen wie, ja, wie neugeboren, könnte man sagen. Ja, wie das so nach so einem Saunadurchgang ist. Und jetzt lassen wir es uns gleich gut schmecken. Kann mit arbeiten. Definitiv. Ist lecker. So, wir haben es jetzt schon nach 1 Uhr. Das ist immer noch unser Ausblick. Damit kann man arbeiten, würde ich sagen. Wir haben es uns hier richtig gemütlich gemacht, sind von der Schwitzhüttenaktion noch leicht aus dem Leben gebombt. Deswegen werden wir jetzt erstmal schön schlafen und so ein bisschen regenerieren. Und dann sehen wir uns morgen früh. Gute Nacht, Leute. Guten Morgen. Es folgen nun 3 ganz simple und einfache Outdoor-Lifehacks, die wir einfach mal hier in dieses kleine Biwak-Video mit reinbauen, damit ihr noch ein bisschen was lernt. Vielleicht kennt ihr den einen oder anderen Trick schon. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Beim ersten Trick geht es um das Thema Holztransport. Übrigens habe ich euch das schon gezeigt. Hier ist so ein Holzschuppen da, wo einfach Feuerholz drin liegt. Saugeil. Und jetzt geht es um den Transport dieses Zeugs. Wir nehmen uns einfach ein Stück Paracord, binden die Enden zusammen und haben somit quasi einmal einen Ring neben den doppelt. Ja. Legen das Ganze hier einfach so hin, dass wir hier die Schlaufe haben und hier ist das andere Ende. Und jetzt fangen wir an, hier Holz rein zu stapeln. Und jetzt nehmen wir einfach das eine Ende, legen das über den Stapel und führen das durch diese
Öse durch auf der anderen Seite. Ziehen das Ganze schön fest. Dann nehme ich mir das hier über die Schulter und habe sogar beide Hände noch frei. Könnt also auch noch ein Bündel nehmen. Und könnt somit ganz entspannt eine gute Menge Holz transportieren mit einem einfachen Stück Paracord. Ich glaube, das ist jetzt 2 Meter lang ungefähr. Also wenn man es doppelt nimmt, 1 Meter. Und fertig ist der Holztransport. Outdoor-Trick Nummer 2 ist auch was ganz Simples. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo gesehen habe oder irgendwann mal selbst drauf kam. Aber kennt ihr das Thema Hände waschen? Ihr habt so einen Kanister und wollt jetzt euch ein bisschen die Hände waschen. Und der Klassiker ist, dass man jetzt anfängt, irgendwie so zu machen, eine Hand zu waschen, so die andere Hand oder irgendwie so zwischen die Beine und so komisch rüberkippt. Im Endeffekt verschwendet man einfach immer viel Wasser, alles plämpert und es funktioniert nicht so richtig schön dosiert. Was macht man? Ganz einfach. Der menschliche Wasserhahn benutze ich wirklich richtig oft und funktioniert saugut. Und Outdoor-Tipp Nummer 3 für dieses Video. Ihr habt einen Becher, der richtig schön vollgemanscht ist vom vorherigen Abend mit irgendwelchen Nudeln unten theoretisch noch angebrannt. Den habe ich jetzt schon sauber gemacht. Was macht ihr also? Ihr geht ans Wasser, zumindest wenn ihr irgendwo Wasser in der Nähe habt, und sucht euch eine Stelle, wo Sand ist. Also hier zum Beispiel. Ne? Einfach schöner Sand. Und damit macht ihr den Topf sauber. Ihr könnt ihn zum Beispiel hier in den Sand stellen und drin reiben. Da kriegt ihr schon mal richtig schön den Ruß ab. Ihr könnt den Topf aber auch einfach richtig einmanschen. Und auch wenn ihr ein bisschen fettiges Zeug drin habt, irgendwelche angebrannten Sachen, dann könnt ihr einfach schön hier Sand reinmachen und das innen drin einfach wegschmürgeln. Ist auch wieder eine ganz simple Sache, aber ich sehe dann viele, die irgendwie immer nur Wasser, Wasser, Wasser da reinmachen und den Dreck nicht gelöst kriegen oder irgendwie mit Fit arbeiten, was natürlich in der Natur extrem blöd ist. Ihr könnt natürlich biologisch abbaubare Seife nehmen. Ihr könnt aber auch einfach Sand nehmen. Schön Sand, alles durchmischen, abschmürgeln und dann ist der Topf so schnell wieder sauber. Das glaubt ihr gar nicht. So, es geht wieder los. Steine werden heiß gemacht. Wir machen heute mal einmal Fichte. Ja, als Aufguss und dann Kiefer. Wollen das Ganze einfach mal ausprobieren. Letztes Mal hatten wir ja Birke, letztes Jahr hatten wir auch Birke und man muss einfach auch mal neue Dinge wagen im Leben. Übrigens, kleiner Zeitsprung, ne? Wir haben schon wieder 1-2 Tage später. Ich habe gestern fleißig was gebastelt und zwar, schaut mal hier, ja, sieht im ersten Moment so ein bisschen aus wie ein Traumfänger, ist halt einfach so ein Sonnenanbeter-Ding. Ne? Wir haben hier oben so eine schöne Sonne drin. Ja, da habe ich gestern einfach einen jungen Birkentrieb genommen, den einmal gebogen und dann mit so einer Naturschnur umwickelt und dann hier so ein kleines Sonnensymbol reingemacht. Das Ganze später noch gefärbt mit ein bisschen Kohle. Alles verknotet und dann habe ich hier noch so 3 Elemente ran gemacht. Einmal so eine Spirale, ja, die ich irgendwie ganz spannend fand, so opfergabemäßig, ja, mit der das Opfer getötet worden ist für besseres Wetter. Und dann habe ich hier noch 2 kleine Platten mit Runen dran. Das ist einmal die Lebens- und die Todesrune. Und das Ganze habe ich hier unten jeweils eingefärbt mit Heidelbeeren. Ja, wir haben ja überall so kleine Heidelbeeren und wenn man sich die nimmt, die schon ein bisschen reif sind, dann hat man auch gut Saft und kann das Ganze dann hier einfärben. Ich habe auch überall noch so kleine Kerben reingemacht, was ganz cool ist. Seht ihr hier so ein bisschen an der Seite und da ja, habt ihr dann auch überall noch mit Asche eingefärbt, also mit Kohle meine ich. Und dadurch sieht das Ganze halt einfach so ein bisschen, ja, used look aus, ein bisschen düsterer. Finde ich, ist ein ganz cooles Schnitzprojekt gewesen. Ich habe dafür so ungefähr, glaube ich, 5-6 Stunden gebraucht, komplett. Und da viele schon bei Instagram gefragt hatten, was ich für Werkzeuge benutzt habe, wo ist es denn? Einmal hier hinten, ganz normal, klassisch Mora-Messer, nichts Besonderes. Und dann noch 2 andere Sachen, und zwar einmal so einen kleinen Bohrer hier, ja? Einfach nur um ein paar Löcher hinzukriegen. Und was ich auch öfter noch benutze, ist dann mein Schälmesser. Da kommt man manchmal immer noch ein bisschen besser ran. Und dann habe ich ja noch so eine Rolle Naturschnur. Und das war es eigentlich schon. Ich hatte gestern Abend auch noch ein bisschen Langeweile und habe ein anderes kleines Schnitzprojekt gemacht. Und zwar diese schöne Schüssel. Frag mich nicht, was das soll. Sieht irgendwie witzig aus. Hat auch echt lange gedauert, weil ich mal so eine ganz dünnwandige Schüssel ausprobieren wollte. Ja, funktionell kann man da so gut wie nichts reinmachen. Das finde ich ein bisschen dolle klein. Ansonsten habe ich gerade einen kleinen Brotteig hier
angerührt. Der befindet sich hier drunter. Ich habe übrigens jetzt immer so ein kleines Leintuch mit irgendwie. Ja, ihr wisst ja, ich stelle so ein bisschen meine Ausrüstung um auf ein bisschen uriger. Und ja, hier haben wir ein bisschen Teig. Der zieht vor sich hin. Wir machen in der Zeit, während wir auf den Teig warten, ein bisschen den Sud fertig für die Schwitzhütte. Und dann sehen wir uns später. Das erste Testbrötchen ist fertig. Und wir gucken mal, ob das Ganze jetzt was geworden ist oder nicht. Wir haben nur Mehl, Backpulver und ein bisschen Salz drin. Also keine Eier, Trockenhefe oder sowas. Mal schauen. Ja, kann man essen. Schmeckt aber halt nach nichts. Aber an sich? Noch ein Stück her. Zucker fehlt. Mit Nutella schmeckt bestimmt geil. So, damit beende ich das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mal einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare mal eure kleinen Outdoor-Tipps und Tricks rein, wenn ihr noch welche habt. Und dann Kanal abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.